Herzlich willkommen hier zur Heiterfolge hier in Thüringen, im regenreichen Thüringen. Heute testen wir mal einen LKW. Ich habe mal einen ausgeliehen, einen Mercedes, der sich gut macht für die Waldarbeiten. Zweckwendigkeit und Geländefähigkeit. Ich habe mal diese Reifen genommen, die ein bisschen stärkeres Profil haben. Und wir fahren mal los. Ne? Fahren wir zum Hof und dann, da haben wir einen Holztransporter schon stehen. Nehmen wir uns mal ja gleich und dann werden wir Holz vielleicht vom Sägewerk fahren und verkaufen. Der andere ist ja nur für die Straße geeignet, mehr oder weniger. Deswegen haben wir gesagt, naja, probier mal aus, was besser ist. Er hat einfach nur gemietet. Wenn er sich bewährt, in zwei, drei mal fahren im Wald, ne, ob er nicht oft festfährt, ne, ein bisschen festfahren darf er sich schon. Die anderen sind ja ein bisschen mehr für die Straße gedacht. Da denke ich mal so, probier mal aus, ob das hier gut läuft. Ja, fahren wir los und wir fahren mal den 83, wo es steht. Steht auf der, also jetzt geht hoch. Da steht er auf Gaspedal, Dose am Blech oder am Plastik hier bei mir, keine Ahnung. Halbe, sag mal so. Ja, wir sind voll im Herbst, ne? Voll, wenn er so ein Karl. Die Felle sind abgeerntet. Beim Kiefer war wieder nicht sauber gearbeitet, ne? Wir stehen lassen hier überall. Da wollen sich dann früher die Krankheiten kommen, ne? Pilze und so Scheiß. Ja, wir fahren zu unserem Wald, ne? Für den Holz verkaufen. Ich habe mir das Geld, wollte erst kaufen, aber ne? Geht auch. Hier ein bisschen mehr Geld, die man ja zurückzahlen nachher, weil wir schuldenfrei sind, ne? Mal sehen, ob es der für das Sägewerk reicht. Obwohl sich das kaum lohnt, weil wenn eine neue Karte kommt, dann muss man alles wieder. Ich meine, gut, das Sägewerk, den Wert kann man sich gut steigen, ne? Das ist nicht das Problem. Ich darf dann immer rot, ne? Jetzt wollte ich blau nehmen. Aber wir haben schon einen blauen LKW. Sehr schön wendig. Hier brauchen wir auch eine Fräse. Wahrscheinlich brauchen wir auch eine Fräse für den Winter. Wenn Schnee kommt. Ich glaube, den müssen wir noch aktivieren, dass er abkippt in Diesel. Der war auch nicht leer, glaube ich. Doch, der ist leer. Dann kann er stehen bleiben. Ja. Fahren wir Mercedes heute, ne? Mal was anderes. Wo das auch vielerorts, bei vielen Geschmackssache ist, ne? Also mir persönlich ist das wurscht. Er muss die Aufgaben erfüllen, die er machen soll. So, da ist er hier, unser. Das würde ein normaler LKW nicht gut scheißen, wenn man so rauf knallt. Wir hatten noch letztes Mal noch Holz schon drauf gehabt. Jetzt fahren wir gleich zum Sägewerk. Oder werden wir kurz abladen und wieder aufladen. Na, ist hier noch mal abladen, glaube ich. Können wir sauber aufladen hier gleich. Kriegen wir nochmal drauf. So. BB. Hier umladen nach vorne. Sauber. Muss ich mal schauen, ob wir gut rankommen, ne? Und unser Stämmchen. Na, der gut, der lohnt sich nicht. Der will nicht. Oh, doch, so anziehen.
Machen wir zuerst hier am Feldrand. Quer liegt der Macker nicht. Dann bleibst du also liegen. Ne, die Stumpen werden wir wahrscheinlich noch wegfräsen müssen. Noch ist die Gefahr nicht so groß, ne? Dass wir hier. Aber die Stumpen werden wegfräsen, das müssen wir gleich machen. Jetzt komme ich hier nicht gescheit ran, oder wir fahren uns fest. Das ist der beste LKW, nutzt nichts von der. Gut, dass es mein Feld ist, ne? Hier kann man rauffahren. Im Grunde ist ja so, naja, es wäre schlecht, weil alles gedrückt wird, ne? Verdichtet und so. Ja, fräse mal ein bisschen, ne? So. Ausklappen ist schon. Den nehmen wir gleich mit den einen hier. Sonst meckert hier bald jemand hier. Das ist ja alles. Nur blöd ist, wenn man sich festfährt, ne? Das ist blöd. Da sind die Kleinen nicht so gefährlich, aber die etwas länger geblieben sind, ne? Ich habe mal so eine Fräse gesehen, als Raupe. Richtig extra für gebraucht, mulchen und so, ne? Also den ganzen Balkon im Prinzip aufbereiten. Den plane ich mal gleich mit hier, bringt ja eh nichts. Alles optimiert fürs optimale Arbeiten im Wald, ne? Also wird halt vom Boden immer gut ist, wenn man alles jetzt halt zerstört, ist eine andere Frage. Im Grunde ist ja Natur. Die Bäume sind ja mehr darauf eingestellt, dass älteres Wurzelwerk vorhanden ist, ne? Nutzen so oft. Ne? Da haben die mal gesagt, dass die Bäume ihre Sprösslinge unterstützen mehr oder weniger. Denn sonst könnten die ja gar nicht wachsen, wenn zum Beispiel kein Licht bekommen oder so wenig. Der noch mitkriege hier oder noch einen Baum mitnehmen. Ein dicker Baum wäre schade. Tausender mehr oder weniger macht ja auch nicht arm, ne? Ist ja nur ein Spiel. Wäre ehrlich, würde ich da nicht so denken. Ein Tausender ist schon viel. Wenn ich jetzt den verlieren würde, theoretisch durch Dummheiten, ne? Und den Sturm geht nicht weg, das ist am Holz, am Stamm. Den muss ich wieder machen. Aber hier ein Spiegel sind nicht ganz so tragisch. Leben ist ein Tausender viel. Oh, das ist gefährlich nah da einbauen. Also Dürre haben wir hier keine, Thüringen.
Bei mir zu Hause aber auch nicht, weil es fällt aktuell genug Regen. Also musst du meine Pflanzen draußen noch einmal gießen. So. Na, V. Hochheben. So, dann werden die Stoppen dann weg. Dann kann der LKW theoretisch gut ranfahren. Der eine wird nicht stören. Die anderen müssen mir immer den Holz abwehren. Die Fräse gleich voll, ne? Wäre ja auch nicht gut. So. Machen wir mit dem Holz. Holz verkaufen heute mindestens eine Fuhre, Mensch, das geht ja wohl. Ja, aber so ist das, ne? Hab da keinen fixen Plan, was man machen will und so, ne? Bin eher schon spontan. Die Arbeiten müssen gemacht werden halt, ne? Jetzt sind wir schon fast 14 Uhr im Spiel. So. Na B. Aufladen. B aus. Wenn man fahren und auflegt, da hinten, der muss stehen. Dann geht es ganz gut. Ich überlege auch, ob ich da mal manuell auflade, aber das dauert so lange. Dann müsste ich ja die Form verdreifachen, ne? Dann komme ich ja nicht vorwärts. Also wenn die Quote so wäre, dann würde ich sagen, okay, machen wir es so, ne? Aber die Quote ist nicht so. So, komm mal nach hinten. Warum fällst du jetzt quer? Das ist typisch. Wo hätte nicht ganz so tragisch ist. So. Beende und L festbinden. Jetzt versuchen wir mal zum Säge wegzukommen. Nein, 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 nicht mehr aufladen. Fahren wir gerade runter, ausnahmsweise. Schön langsam. Aber keine Spur reinbringen im Feld, ne? Ja, Unkraut wächst, das gibt's gar nicht, ne? Hier ist eine Auffahrt, das passt gerade günstig. Jetzt hätte ich mit dem Terraforming mal hier was angleichen müssen, wenn wir hier schwer hochkommen würden. Ja, wackelbös, da fahren wir mal langsam, ne? Mal hier Umleuchte anmachen hier, ne? Gegner da keine. Macht aber nichts. Autoverkehr ist aus, also die Ärger, dass das Ärger müssen wir nicht antun. Also hier Hub und so eine Scherze, ne? Und ich kann mich nicht wehren, ne? Kein Gewehr dabei. Da will nur einer hupen, der zweite nicht mehr. Gewehr über den Arm gehalten und dann gefragt, was los ist. Da liegt noch mehr Holz, also Holz haben wir schon mehr als genug, da können wir nächste Folge auch noch verkaufen. Geht bergauf, ich stehe auf Blech, ne? Also. Sollten nicht mehr aufladen. Voll ist voll. Da wo der Stall ist, könnte ich theoretisch mit dem Sägewerk anfangen. Muss man Geld verdienen, ne? Oh, das war Musik. Noch nicht ganz. Habe ich noch nicht für entschieden. Hier wächst Gras auf der Straße. Bäume muss man auch entfernen normalerweise. Hätte ich vorher entfernen müssen, die Bäume.
Aber wiederum ist das so, wenn ein paar stehen bleiben, auch ganz gut, ne? Bisschen bunt. So kam sie, denn Wald steht noch, ne? Muss wir wegholzen hier. Hier rechts ist alles noch, steht noch alles. Muss schon mal kommen. Wenn du Langeweile hast, kannst du dich hier austoben. Als Mitspieler auf meinem Hof. Eigenen Hof gründen mitten im Spiel geht nicht. Aber der Wald gehört mir nicht, kannst du den auch nicht fällen. Das war gerade knapp. Also, Holz ist immer so eine Sache, ne? Das ist jetzt ungünstig. Wir müssen mehr nach links. Da eine Baumstamm. Ja, das geht gerade so. So. Fällt er runter, ne? Oh, 86.000. So. Da wollen wir sehen, dass wir da ein bisschen noch Verkauf kriegen hier, die drei Stück hier. Arme. Also das hat 90.000 verdient. Gute Show, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Sag euch vielen Dank fürs Reinschauen. Sag mal tschüss. Ciao, ciao. Tja, morgen geht's weiter mit Holz. Leider. Tschüss.